Hier oben seht ihr jetzt die Leitung. Die haben wir vorher von außen gesehen. Die kommt hier in die Stallien. Und die läuft dann hier oben durch an der Decke. Da oben seht ihr den Motor, der dann die Futterspirale antreibt. Hier unten läuft die Kette. Das ist eine Umlenkstation hier. Da ist Futter drin. Hier unten kommt die Kette zurück von den Hühnern. Die läuft einmal im Kreis rum und nimmt so das Futter mit. Da seht ihr, da hat es auch nicht mehr so viel Futter drin. Und wenn sie dann hier unten rauskommt, dann ist die Kette ziemlich voll. Und die Hühner wissen das natürlich. Die kämpfen immer da um die ersten Plätze. Die wissen, dass da am meisten frisches Futter hat. Und probieren da natürlich möglichst viel zu rutschen. Da seht ihr, jetzt, das Depot geht langsam runter. Jetzt hat es wieder angestellt. Seht ihr, jetzt hat es da wieder Futter bekommen. Wir futtern das Mehl. Das Mehl ist eigentlich auch sehr tiergerecht. Die Hühner sind dann beschäftigt beim Fressen. Sie können nicht einfach zweimal bicken und haben schon den Magen fast voll. Neben dem Futter ganz wichtig ist natürlich das Wasser. Ihr seht, da kommt die Leitung, da hat es einen Absperrhahn. Geht mit dem Schlauch da rein. Und von da aus läuft ein Strang ganz hinten, bis hinter den Stall. So, dass eigentlich für alle Hühner mehr als genug Tränkenippel hat, dass sie wirklich viel Wasser trinken können. Wasser ist fast noch wichtiger als Futter. Sehen wir, wie das funktioniert hat. Das ist recht eine simple Sache. Wichtig ist, dass das sehr gut funktioniert, also zuverlässig funktioniert. Dass wir kein Problem haben, dass die Hühner immer Futter haben. Das gibt mir auch einen Alarm, wenn es nicht funktioniert.